So, hallo ihr Lieben. Hallöchen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gut durch den Donnerstag gekommen. Schön, dass ihr schon da seid. Ich glaube, wir gehen einfach mal rüber direkt, oder? Gehen einfach mal direkt rüber in die Just Chatting-Szene. Hallo! So, Moment. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. So. Gucken wir erstmal, wer da ist. Wen haben wir denn hier heute? Hallo Valhalla, willkommen. Hallo Magister. Hallo Don. Hallo Gluster. Schön, dass ihr da seid. Immer schön am Campen schon. Ich sehe, ihr habt Bratwurst gemacht oder so im Chat. Oh weh, oh weh. So, hallo Don. Willkommen. Hallo Fluffy. Hallo Roberto. Hallo Shinra. Willkommen. Hallo Martin. Hallo Naukrider. Willkommen. Hallöchen. Hallo Snowy Mountains. Willkommen euch allen hier. Hallo Freddy. Hallo, hallo. Hallo Knuddelkeksinger. Hallo Dr. Nuss Ahnung. Hallo Pain. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. So, und auch hallo an Leertaste. Hallöchen. So, ich hoffe, jetzt habe ich ihn. Oder habe ich ihn übersehen hier? Lukarim habe ich übersehen hier. Lukarim, auch an dich noch Hallöchen. So, wunderbar. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute, große Frage, dein Highlight der Direct. Ja, fangen wir vielleicht erstmal damit an. Um 16 Uhr fand noch die Nintendo Direct statt und, ich habe die mir angeguckt nebenher, während ich beschäftigt war und ich muss sagen, die Nintendo Direct hat mich persönlich dieses Mal nicht so krass irgendwie gehuckt. Die ganzen Spiele, die vorgestellt wurden, die waren nicht unbedingt zum Eins. Das einzige Spiel, wo ich sage, boah, das sieht voll interessant aus, das ist so ein Pixel-Grafik-Game vorgestellt worden. Von Riot, also du spielst quasi Yordle und kannst du Zeug anpflanzen, kannst ageln gehen und das fand ich süß, das League of Legends Pixel Game dort mit den Yordeln. Ich hab Heimerdinger gesehen, ich habe Tristana gesehen, so die ganzen League Champions. Das fand ich süß. Ich liebe die Yordle aus League, auch wenn ich selber keine League spiele, außer TFT. Aber das war das Einzige, wo ich sage, boah, irgendwie hat mich das so ein bisschen gecatcht. Das, was ich mir erhofft habe, ist leider nicht da gewesen. Also ich hatte irgendwie gehofft auf irgendwie Tomodachi Life oder Nintendogs natürlich oder halt neue Infos zu Fantasy Life, aber leider kam da einfach nichts. Da kam nichts. Naja. Und das Spike's Family Game. Ja, da habe ich aber erst eingeschaltet. Deswegen, ich muss mir zum Spike's Family Game, muss ich mir nochmal anschauen, was die dort jetzt hier hatten. Da hatte ich keine Ahnung jetzt. Ich habe nur die Hälfte gesehen. Aber ansonsten waren es halt viele Games, die mich eher weniger interessieren. Und da muss man ja mal gucken. Ansonsten, ich glaube, da ist trotzdem für einige was dabei gewesen hier. Und hallo, Junja ist cool. Und hallo, Chipsy. Hallo, Tana Tossa, willkommen. Und hallo, Nitalk. Schön, dass ihr da seid. So. Das Super Princess Peach Game sieht auch sehr interessant aus. Ja, da hatte ich überlegt. Ich meine, wenigstens bekommt Peach ein eigenes Game. So ist es ja nicht. Ein Lizenzspiel muss man vorsichtig sein. Ja, das ist eh immer. Aber trotzdem. Also Spike's Family, ich liebe es. Ich habe hier mein Anya-Display displayed an der Wand hängen. Und aus Weathering With You. Ja, das ist das Lied war aus Weathering With You. Ich habe einfach nur meine Anime-Playlist angemacht. Im Hintergrund. Ich hatte Lust mal auf irgendwas anderes im Hintergrund. Jetzt haben wir Snow Halation. Das passt super zu Sonnenschein. Einfach ein Weihnachtslied. Naja, aber genau. Also, ich weiß nicht, ob für euch bei der Nintendo Direct was dabei war, aber
Love Live war so ein toller Anime. Ich bin sonst nicht so into Idol-Anime, aber Love Live war wirklich toll. Habe ich gern geschaut. Ja. So, Solo-DLC für Splatoon. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben ja gar nicht die Story fertig gespielt bei Splatoon. Das müssen wir auch mal gucken. Das Ähnlichkeit mit Baldur's Gate 3 hatte. Sah auch interessant aus. Kannst du einen Link von deiner Anime-Playlist schicken? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Oder will ich nicht. ja. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich muss mir die Direct einfach nochmal nachträglich nochmal anschauen in aller Ruhe. Weil ich hab nebenher tatsächlich hab ich eine Bewerbung geschrieben für einen neuen Job. Mal gucken. Vielleicht steht bei mir auch irgendwie demnächst mal ein Jobwechsel an. Das ist nämlich das, was ich sonst heute gemacht habe. Ich habe eine Bewerbung geschrieben und ich war noch nie so nervös bei einer Bewerbung wie dort. ich bin mal gespannt, ob das was wird mit der Stelle. Aber ja. Es werden höchstwahrscheinlich sehr viele Crap-Klone von Baldur's Gate 3 geben, aber auch gute. Also, grundsätzlich, wenn Entwickler sagen so, ja, ey, ich will auch so ein D&D-Game quasi machen, warum nicht? Ich find's halt nur schade, wenn es dann irgendwie schlecht gemacht ist. Wenn man da irgendwie auf den Hype von Baldur's Gate 3 jetzt aufspringen will quasi, aber... Naja. Hast du Lust auf andere Excel-Tabellen? ich bin froh, wenn ich keine Excel-Tabellen mehr machen muss. Das ist ja ein... Ich will wieder zurück zu dem, was ich gelernt habe. Ich will wieder Gestaltung machen. Deswegen mal gucken. Bin mal gespannt. Ich bin noch ein paar Arbeitsproben am Erstellen. mal schauen. Bin gespannt, wie die Preise von Paper Mario 2 in den Keller rasen bei eBay, nachdem Nintendo das Remake angekündigt hat. Bei Paper Mario, das ist so komplett an mir vorbeigegangen damals. Also, für uns steht jetzt erstmal noch irgendwann an, hier Super Mario Maker 2. Und dann mal gucken. Ich hab Mediengestaltung gelernt. Sei denn, das Remake wird schlecht. Ja, gut. Ich meine, das, was man gesehen hat, sah jetzt nicht schlecht aus. There's no halation. Das Original-Game bekommst du sonst nicht unter 200 Euro. Boah. Oh, weh. Wir haben ja jetzt Mario Maker 2. Ja! Ich bin mal gespannt. Wir müssen mal gucken, wann wir das mal spielen. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, wir haben gestern ja gemerkt, ich habe eventuell ein Problem mit zu viele Spiele, die ich spielen möchte und zu wenig Zeit. Deswegen mal gucken. Aber heute wird House Flipper gespielt, weil bevor wir dann im Dezember auf House Flipper 2 zulaufen, müssen wir noch so ein paar Häuser flippen. Ich meine, Mario Maker 3 Nintendo. Nein, bitte gibt uns erstmal, bevor es ein Super Mario Maker 3 gibt, gibt uns bitte erstmal Nintendox für die Switch. Das möchte ich haben. Okay, danke schön. Wir müssen für einen unschaffbaren Parcours bauen. Oh ja, oh ja. Ja. Haben wir noch Missionen bei House Flipper oder einfach so Häuser? Ich würde einfach so Häuser, Häuser heute renovieren. Und zwar hatte ich gedacht, dass wir ein Leitmotivhaus machen. Mal gucken. Mit einem Zimmer für Finn und für Loni und so. Okay. So. Mal gucken. Aber ja, wir schauen mal, was wir da machen. Und ich würde gerne ein großes Haus renovieren. Ich weiß nicht, ob wir genug Geld dafür haben. Vielleicht müssen wir ab und an mal ein paar Aufträge machen. Naja, mal gucken. Sei du Cesto. Ich liebe das Lied. Ich weiß nicht, warum. Das ist einfach so catchy. Naja,
Ich mir hoffe, wird wahrscheinlich nicht mehr zu Lebzeiten der Switch kommen. Was erhoffst du dir denn an Spielen, die vielleicht noch kommen? Aufträge kann man auch mehrmals machen. Ja, das, Und stolzer Streamer, danke schön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes und willkommen unter den Ehrenkreuzen. Dankeschön. Mal gucken. Boah, ich hab für alles zu wenig Zeit. Ich will auch noch ganz viele Anime schauen. Ich muss auch Mashle fertig schauen. Diese Harry Potter Parodie mit dem Typen, der einfach nicht zaubern kann und alles mit Muskelkraft löst auf der Zauberschule. Naja, mal gucken. Mann, ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Oder ich muss Prioritäten anders setzen. Boah. So. Ja, wieder kein Tomodachi Live. Das ist so schade. Und ich habe so viele Leute in den Kommentaren im englischen Stream gesehen, die nach Tomodachi Live gefragt haben. Ein neues Rhythm Paradise, ein Mario Odyssey 2 und Silk Song. Okay. Und hallo Lego, willkommen. Hallöchen. Ja, Lass mal gucken. Also vielleicht ein Mario Odyssey 2 könnte vielleicht schon noch drin sein irgendwie. Aber muss man mal gucken. Ich glaube, ein Main 3D Mario wird es erst auf der neuen Konsole kommen. Ah. Nintendo. Why? Mann. Naja, okay. Aber es ist ja immer so, wir müssen ja immer neue Nintendo-Konsolen kaufen. Dann muss man sich den 3DS zulegen oder andere Konsolen. Naja. Erstmal ist das 2D Mario geben. Ja, das ist Paper Mario, ja. Oder was meinst du? Hallo, Clusterlöchen. Muss man mit Baldur's Gate schnell die Brauerei leer räumen. Oh, Cluster, dann viel Spaß dir beim Looten hier. Mit Elefanten Mario. Ah, stimmt, das Elefanten Mario Ding, ey. Das ist Elefanten Mario. Das ist einfach Benjamin Blümchen. Kannst damals so putzig, dass sie beim Mediamarkt immer Nintendogs auf dem Etikett stehen hatten. Mit den Pfoten beim O. Ja, das war so süß. Wie gesagt, ich will immer noch Nintendogs für die Switch haben, aber sie geben mir nichts. Gib mir Nintendogs für die Switch, bitte. Dankeschön. Ach Mann. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ich habe damals immer gedacht, weil das so eine Pfote ist, dass es Nintendogs heißt. Klein Mona war eventuell ein bisschen blöd. Ja, aber es war kein Öl. Mann, oh Mann. Naja. Wie auch immer. Aber heute ist ein schöner Tag. Nintendöner. Nein, kein Nintendöner. Klein Mona war wie die Arbeiter beim Mediamarkt. Hä? Ich bin mit meinem Bruder so oft in den Elektrofachhandel unseres Vertrauens gelaufen und stand einfach nur vor dem Regal mit den Nintendo Games. Und ich habe mit meinem Bruder zusammen seinen ersten Nintendo gekauft. Und zwar damals den Nintendo DSi. Und wir sind da hingelaufen. Meine Mutter hat uns das Geld gegeben, was mein Bruder zusammengespart hat. Und dann bin ich mit meinem kleinen Bruder da hingelaufen und hab mit ihm seinen ersten Nintendo geholt. Und er wollte eigentlich den ganz normalen kleinen haben. Aber nee, das war nicht der Nintendo DSi, das war tatsächlich der 3DS. Das war der 3DS damals. Scheiße. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, den 3DS gab es in XL und in klein. Und mein Bruder wollte eigentlich den kleinen im Blau haben. Und dann hatten die auf der Packung aber einfach das XL überklebt mit dem Preissticker. Und wir haben gedacht, wir kaufen jetzt den kleinen.
Aber es war einfach die große Variante. Mein Bruder war voll traurig, dass er nicht diesen schönen, shiny, glänzenden Nintendo 3DS bekommen hat in Blau, sondern den blöden großen mit matter, blauer, Oberfläche. Der wollte unbedingt das shiny Zeug haben. Win-win für ihn. Er war tatsächlich enttäuscht. Aber am Ende, er hat halt den großen Bildschirm. Ich habe den kleinen dann nachher gehabt in Rot. Ich hab den immer noch. Aber von dem Schiebepad geht mittlerweile das Gummi ab bei meinem. Und die Schultertasten funktionieren nicht mehr. Und deswegen hatte ich mir noch ein 2DS geholt gehabt später. Nintendo war auch mein allererstes Spiel, was ich für den DS hatte. Oh yeah. Dann Animal Crossing Wild Worlds. Oh ja! Yeah. Animal Crossing Wild Worlds war auch eins meiner ersten Nintendo-Spiele. Und ich hatte von meinem Onkel damals Art Academy für mein Nintendo geschenkt bekommen. Das allererste Art Academy. Das habe ich richtig gesucht. Ich habe so viel auf dem Nintendo gemalt. Hallo Adi-Hallichen. Postola hat den Weg zu mir gefunden. Danke nochmal für die Karte. Oh, gerne, es freut mich, dass die angekommen ist. Das ist schön. Und auch hallo Chris. Kann mich gar nicht an mein erstes DS-Spiel erinnern. Mein wirklich allererstes DS-Spiel war dieses Playmobil-Piratenspiel, von dem wir schon öfter mal geredet haben. Dieses schöne Playmobil-Pirates für den Nintendo DS. Naja, mal gucken. Mein erstes Spiel war Ninjago, das Videospiel. Oh mein Gott, Ninjago. Lego Ninjago, das ist es. Oh Gott. Ich fühle mich tatsächlich so komisch, weil mein Mitbewohner, der erzählt immer von seinen Gameboy-Zeiten. Und ich bin so, Also... Ich habe meine erste Konsole habe ich mir in der dritten Klasse von meinem Kommunionsgeld gekauft. Und es war ein Nintendo DSi. ja. Und hallo, Cookie-Suppi, willkommen, Hannichen. Ja. Ich habe noch den ersten 2DS. Läuft noch wie am ersten Tag. Mein erstes Game war da, Heart Gold. Das Pokémon-Game, oder wie? Ich habe tatsächlich Pokémon erst mit Alpha Saphir angefangen gehabt, damals. Mein erstes Spiel war Super Mario auf dem Game Boy. Ah. Meine erste Konsole war damals die Wii mit Wii Sports. Oh ja, yeah, Wii Sports. Und Shinra, Dankeschön für den Verschenkens... für den Verschenkens-Sub an Cookie-Suppi. Dankeschön. Hat er auf dem Gameboy die ganze Zeit gezockt, Tetris? Nee, Pokémon und so, irgendwie so. Ich weiß nicht. mein erstes Pokémon-Spiel war Pokémon Sonne. Aber Pokémon Sonne habe ich auch sehr gerne gespielt, tatsächlich. Auch wenn viele Leute sagen, so ab Pokémon Sonne, da ist es einfach bergab gegangen. Aber ich fand Pokémon Sonne richtig, richtig toll. Gerade weil du nicht diese klassischen Arenen hattest, sondern diese Inselwanderschaft, die du machen musstest. Ich fand das sehr interessant. Den gebrauchte Gameboy-Color meines Bruders. Ja, gut. Diese Ultra-Dinger, die habe ich nicht verstanden. Ich habe gedacht so, what? Ich habe doch schon Pokémon-Sonne. Warum brauche ich jetzt auch noch Pokémon-Ultra-Sonne? Was ist der Unterschied? Und deswegen, ich habe Ultra-Sonne oder Ultra-Mond überhaupt nicht gespielt. Ich habe nicht verstanden, was das überhaupt für Games sind. Was von meinen Eltern kriegt, fand das Postgame nice. Ja. Aber ja. Merchandise. Wow. Ist der Unterschied. Na dann.
Ja, aber ich fand bei den Ultra-Versionen, das war irgendwie, keine Ahnung, ich dachte, ja, ich habe ja schon das normale Game, warum muss ich das jetzt auch noch holen? Bei Ultra gab es Ultra-Bestien. Ich habe auf meinem Pokémon-Sonne-Spielstand habe ich ein Shiny Lugia. Habe ich auch bestimmt nicht über einen Wundertausch irgendwie bekommen, was vorher ercheatet wurde. Nee, nee. Überhaupt nicht. Das hat derjenige, der mir das getauscht hat, bestimmt. Voll legal hat er das bekommen. Gell? Ja. Hast du viel verpasst? Ich glaube nicht. Und Paul, Hallöchen. Hallo, hallo. Und hallo, Grinch. Willkommen. Ich habe keine Ahnung. Am Ende ist es mir auch egal tatsächlich, weil ich habe Pokémon Sonne sehr gern gespielt, aber deswegen brauche ich jetzt nicht Ultra Sonne auch noch spielen. Man kann natürlich Ultra Fort und Shiny handeln. Ich bin schon in Kamezin, habe ich jetzt schon genug Shiny Hunted. Und hallo Pilzsporn, Hallöchen. Ja, das war auch noch am bunt leuchten. Ach ja. So, heute machen wir auf jeden Fall House Flipper und ich würde sagen, wir starten das Game doch gleich mal. Ja. Mit Ultra Mode ein Shiny Croink durch Zufall bekommen. Muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie ein Shiny, ist noch nie ein Shiny begegnet, was ich nicht explizit über irgendwelche Methoden gehandelt habe. Und ich habe wirklich extrem viele Stunden im Pokémon verbracht. Und bis zu Pokémon Kamezin, wo ich dann wirklich explizit auch wieder Shiny gehandelt habe, ich habe in keinem Pokémon vorher irgendwie ein Shiny gefangen. Das war, ja, ich hab in Pokémon Sonne versucht zu Shiny hunten oder zu Shiny brüten, alles mögliche. Ich hab's im Perl Remake hab ich's versucht. Ja. Deswegen, Shiny ist für mich mal was voll Besonderes. Kriegst du einfach nicht wirklich. Und dann mit Kamezin wurde es halt irgendwie, oder auch mit Legenden Arceus wurde das irgendwie leichter, habe ich das Gefühl. Habe ich schon durch Zufall gefunden. Ich fände es halt cooler, wenn man das nicht huntet und es einfach einem über den Weg läuft. Das hatte ich, also wirklich hatte das jetzt nur bei Kamezin einmal, dass ich einfach rumgelaufen bin und auf einmal stand da ein Shiny Pokémon neben mir. Und ich musste kurz gucken, habe ich mich jetzt verschaut oder was ist passiert? Leute hatten sich darüber beschwert, dass sie so selten waren. Ja gut, aber ich meine, ja, also ich will nicht sagen, dass es jetzt zu einfach ist, aber es ist irgendwie zu einfach. Naja. Eine Gendarze ist so ein Gefühl zugepupst mit Shinies. So, okay, aber ich mache jetzt einmal die Musik hier aus. So. Genau. Mein Lieblings-Pokémon. Also bei mir haben zwei Pokémon einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und zwar zum einen Flamely, weil es mein allererstes Pokémon überhaupt war. Und Funipurba. Das ist nämlich auch so das Pokémon, was ich am liebsten mit dem Team habe. So. Aber wir wechseln jetzt einmal rüber zu House Flipper, würde ich sagen. Ich habe das Spiel jetzt immer schon aufgemacht.
Flamly ist wirklich cute. Aber es war mein allererstes Pokémon. Ich habe halt dann in Alpha Saphir Flamly als Starter genommen. Und deswegen hat Flamly einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber ansonsten, immer wenn ich die Möglichkeit habe, für die Purple mit ins Team zu nehmen, mache ich das. So, wir können mal unser Spiel fortsetzen hier. Mal gucken, wir haben ja auch noch unser eigenes Haus hier. So. Die Musik bei House Flipper geht hier immer so ab. Was? So. Hallo, willkommen. Das ist mein Haus. Das ist mein trautes Heim. Das ist auch noch nicht fertig renoviert. Das müsste ich eventuell auch mal fertig machen irgendwann. Hallo. Mein Fernseher steht auf dem Boden. Warum steht mein Fernseher auf dem Boden? Ist das jetzt dieser neue Trend? Fernseher auf dem Boden stehen haben? Geh mal wieder da hoch. Ja, das Haus hatte ich mir jetzt irgendwie mal eingerichtet gehabt. Also, es ist noch nicht fertig. Wir haben noch keine Küche. Aber ich habe ein Badezimmer. Guck mal, wie cool. Schön. Das Badezimmer tatsächlich sehr schick, schick. Okay, hier habe ich tatsächlich nicht gepfuscht bei der Tür. Kann ich eigentlich auch die Dusche anmachen? Nee, gell? Dusche kann ich nicht anmachen. Ich kann nur aufmachen. So. Schön. In München werden das halt 3000 kalt. Oh weh. Ist der Eimer auf dem Boden? Der Farbeimer? Später in die Burg ziehen. Ich finde das Haus hier ganz schick. Es ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Also. Ist schick. Achso, hier Schlafzimmer haben wir auch noch. Guck mal, Schlafzimmer ist auch da. Wir haben hier auch schön Fenster ausgetauscht gehabt. Aber ja, mal gucken. So eine Dusche gebe ich alles. Die Dusche ist schon cool. Aber wir gucken einfach mal, was wir hier so an Häusern noch kaufen können. Wie viel Geld? Ich habe 185.000. Okay. Und ich muss was trinken. Okay, ich hab leider nicht mehr so viel in meiner Flasche. Deswegen muss ich gleich mal was Neues zu trinken holen. Nee, tatsächlich, ich mag große Häuser überhaupt nicht so. So, wir können mal gucken. Wir haben auf jeden Fall so ein paar Aufträge. Karte mit Aufträgen. Okay. Was ist das da? John und Nicole wollen in diesem schönen Pfahlhaus wohnen. Sie brauchen Hilfe bei der Reinigung und Einrichtung der Räume. Hä, das sieht... Neustart? Die habe ich schon gemacht. Wasser am Horizont. Alice und Kevin wollten immer an einem ruhigen Ort leben. So kauften sie dieses Pfahlhaus. Okay, interessant. Ja, nee, das machen wir mal nicht. So, wir können mal hier verkaufte Häuser. Die habe ich schon renoviert, nur von außen, nicht so wirklich. Welches Haus kaufen wir denn jetzt? Ein verlassenes Haus vielleicht. Oder ein Sommerhaus. Oh, guckt euch das mal an. Aber das sieht toll aus. Das muss ich ja kaum renovieren. Ein modernes Sommerhaus mit großartigem Seeblick. Der perfekte Ort, um zu entspannen und die Natur zu genießen. Oh. Ich will ein herunterkommendes Haus, was ich renovieren kann. Wir können das Dragon Ball Haus renovieren. Ich will was Ranziges. Hallo? Das ist ranzig. 100-jähriges Haus.
Lasst es scheinen. Und die Häuser kann man auch kaufen. Da, die Burg. Die Burg ist aber auch ranzig. Ein Haus im Bunker wäre eine Idee. Aber das hier. Das ist, glaube ich, mit Bunker. Die Männerhöhle. Oh ja, die Männerhöhle. Wir müssen mal gucken. Wir haben nicht so viel Geld. Also eventuell müssen wir ein kleines Haus erstmal machen. Wie wäre es, wenn wir das verlassene Haus nehmen und dann renovieren wir das und verkaufen es wieder? Wir machen ein Haus für Luni. Ein Haus für Luni. Ich kaufe das Haus jetzt hier. Eine Etage, 4 Räume. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Haus kaufen. Möchtest du jetzt dorthin gehen? Wenn du jetzt im Büro bleiben möchtest, kannst du jederzeit in deinem neuen Haus. Ja, ich gehe da direkt hin. So. Dann bauen wir jetzt eine Wolfshöhle für Luni. Eine Stinky-Höhle. Oh Gott. Ein Stinky-Haus. Ja, ich habe gehört, das ist modern momentan. Wenn du keine Lust hast, ein Haus zu verkaufen, kannst du dort auch. Kannst du doch vielleicht dort einziehen. Nee, ich möchte hier aber nicht einziehen. Ich möchte das Haus renovieren. So, wie war es jetzt? Guck mal, wir können hier direkt mit dem Wischmopp einmal dran gehen. Oh Gott. Das ist ja dreckig. Das ganze Zeug hier. Geht ja auch immer erst mit dem Wischmopp an euer Haus? Ich habe gehört, das machen viele Leute so. Ist Mode. Ich sehe den Dreck zwar nicht, aber ich mache ihn weg. Oh yeah, yeah. Da oben ist Dreck. Kann man eigentlich den Garten machen? Das DLC hast du ja, glaube ich, oder? Nee, das Garten-DLC habe ich nicht. Ich habe tatsächlich für Hausflipper kaum ein DLC. Ich habe das Bunker-DLC. Ich glaube, das war es aber auch schon. Also, das Gartenzeug habe ich tatsächlich nicht. Alles in dem Wischmopp, ja. Immer schon mit dem Bischof dran. So, wo auch immer das jetzt hängt, da ist es weg. Ich würde den Garten gerne irgendwie anders machen, aber leider ist mir das hier nicht vergönnt. Aber ich freue mich wirklich schon auf den zweiten Teil. Ich freue mich sehr auf Hausflipper 2. Was ist denn das hier? Was zur Hölle? Wer wohnt denn hier in diesem Saustall? Ekelig. Ekeligit. Mann, was ist das denn hier für eine Bruchbude? Genau das Perfekte zum Renovieren, ey. Wow. Perfekt für Loni. Oh Mann. So, wir machen hier erstmal alles weg. Wir machen die Grundsanierung. Erstmal alles raus. Einsatz ins Verwenden mit Mona. Weg. Weg damit. Das kommt auch weg. Ja gut. Dann müssen wir erstmal sauber machen. Bisschen Farbe drüber, dann ist das wie neu. Ja, ja. Genau. So, guck mal hier. Mob und Besen. Da sind die Leute direkt happy. Ihr seht links an der Seite, wie happy die Leute über das Haus sind. Also wie gerne die das kaufen würden. Da müssen wir eigentlich auch ein bisschen drauf achten, zumindest mal. Wenn wir halt das nachher an den Mann oder die Frau bringen wollen. Aber ist alles so dreckig, Mann. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt noch mit dem Flammenwerfer dran. Ah, Staubsauger, da. Wer kennt's nicht? Die Kakerlaken einfach einsaugen. Ist bestimmt sehr effektiv.
Okay, weg sind sie. Weg mit den Viechern. Ich hätte sehr viel den Flammenwerfer genommen. Aber naja. Ich würde eher einen Kammerjäger holen, der die wegmacht, tatsächlich. Aber Kakerlaken sind halt so widerstandsfähig, die kriegst du halt kaum tot. So. Okay, wir machen natürlich auch die ganzen Türen neu. Deswegen verkaufen wir die einmal. Tschüss. Tschüss, Tür. Tschüss, Tür. So, dann lass mich einmal ganz kurz gucken. Ich komme hier jetzt auch nicht mehr raus. Türen. Türen, Türen, Türen. Was machen wir hier denn hin für eine schöne Eingangstür? Die mag ich. Die sieht irgendwie cool aus. Oh yeah, die nehme ich. Als Eingangstür. Yeah! Nice Eingangstür. Das Fenster kommt weg. Tschüss. Oh. Der Lichtschalter ist abgefallen. In Pink? Nee, hier in Gothic Schwarz. Ich mag die Tür. Die ist cool. So, was haben wir noch für Türen? Ah, ich habe noch einen Fähigkeitspunkt, den ich machen kann hier. Ein Profihammer. Guck mal, nehmen wir doch einmal den Profihammer. Was habe ich hier noch? Hier habe ich auch noch einen Punkt. Das habe ich jetzt perfektioniert. Bauen. Eine erbaute Wand ist sofort gestrichen. Das ist doch schön. So. Shop. Türen. So, gibt es da noch irgendwas? Gibt es noch die kleinen Türen für, gell? Wir hatten jetzt das da genommen. Wir könnten hier dann auch noch die passenden Türen für reinmachen. Ich guck mal, wie das aussieht. Ja, gut aus. Ich meine, die Tür ist vielleicht ein bisschen hoch geworden, aber hey, es passt doch. Warum funktioniert das hier nicht? Hallo? So. Aber das ist für First-Person-Sim-Stream. Müssen sich die Sims fühlen, die bei mir in den Häusern leben. Wir können natürlich auch die niedrigere Tür nehmen. Vielleicht verkaufe ich die nochmal. Moment, wir machen die nochmal weg. Und dann machen wir die niedrigere Tür von denen hin. Türen. Was war die große? Das ist die niedrige. Und dann machen wir das einfach dahin. Viel schöner. Sieht das nicht mehr so komisch aus. Hübsch. Doch, doch. Nur ein Türrahmen. Ja, aber für die Küche tatsächlich muss ich sagen, das ist auch manchmal gut, wenn man einfach die Tür auch mal zumachen kann. Wenn man zum Beispiel irgendwas kocht oder so und dann kommt der ganze Dampf oder so aus der Küche. So, wunderschön. Jetzt haben wir überall diese schönen Türen. Ich finde die schick irgendwie. One Punch Mona. Ja, ich hau hier alles klein. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Boden. Boden und Decke. Was nehmen wir denn für einen Boden? Boden, Boden. Dekorative Porzellanfliese ist bestimmt. Braunes Parkett, schwarze Paneele. Den.
Ganz merkwürdig, von der Küche ins Bad zu gehen. Ja, das ist halt der Grundriss. Das passt schon irgendwie. Das finde ich schön. Guckt euch das mal an hier. Das ist so ein schöner Boden. Hihi. Ja, komplett abreißen und umbauen. Oh, ich wünschte, man könnte Häuser direkt komplett abreißen und neu bauen. Aber das geht leider nicht. Habe ich schon probiert. Ging leider nicht. Ich darf nämlich keine Außenwände einreißen. Außenwände sind tabu. Ich kann nur innen alles abreißen. So. Jetzt haben wir da den Boden. Jetzt brauchen wir noch für das Bad etwas. So, gucken, was wir da nehmen. Vielleicht nehmen wir da was Schlichteres. Dunkelgraues Hexagon-Mosaik. Weißes Porzellankeramik. Hellgraue Fischgrätenfliesen. Ich glaube, ich will das da. Oder was zur Tür passt. Und auch bestimmt da irgend noch was Schönes. Boden- und Deckenfliesen. So, guck mal. Also, die sehen halt irgendwie doof aus. Ich guck mal. Nur vielleicht können wir daraus was machen. Ich glaube, daraus kann man was machen. Müsst ihr auch den zweiten Teil holen? Definitiv. Wir haben schon die Demo gespielt, als die online war. Und das, was ich gesehen habe, hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Muss ich ja sagen. Ich habe die Demo sehr genossen. So, Wände, was haben wir hier? Wandfliesen haben wir noch. Steinrami. Weißpolierte Porzellanfliesen, hellgraues Porzellanmosaik. Hier haben wir noch das da. Anthrazitfarbenes Porzellanmosaik. Gibt es so Paneele? Was haben wir hier an Paneelen? Ist da irgendwas mit Fliesen? Nee, gell? Naja. Ha. Wandfliesen. Was sind Zierleisten? Ist sowas. Oh, ich kann Zierleisten machen. Das wusste ich gar nicht. Bodenleisten. Oh! Cool. Aber das machen wir vielleicht irgendwann anders. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass ich sowas machen kann. Also erstmal Wandfliesen. Ich glaube, wir nehmen einfach das da. Wir brauchen auf definitiv zwei. Oh, guck mal hier. Anthrazit ist schön, das stimmt. Was? Okay, wir brauchen eventuell doch noch etwas mehr Fliesen. So. Ah. Hä? Ja, gut. Ich weiß nicht, ob diese Wand oder diese Zierleisten, ob die neu sind. Weil ich habe die auch vorher noch nie gesehen. Ich glaube, die müssten recht neu dann sein. So. Da. Brauchen wir da noch? Ich glaube, jetzt haben wir einmal das Bad komplett gefliest hier. Schön. Lege Fliesen ab.
Wie eigentlich, obwohl ich hebe den mir mal auf, falls wir den in der Küche nochmal verwenden wollen. Ja, das wird, ist aber tatsächlich, das liegt irgendwie am Spiel, dass das ja alles so siffig aussieht. Das ist im zweiten Teil definitiv schon besser. Also wenn das so wie in der Demo wird, dann bin ich da wirklich extrem zuversichtlich, was das angeht. Badezimmerarmaturen. Aber wir könnten pinkes, eine pinke Toilette können wir reinbauen. Oh, guck mal, mit Badewanne. Oh, das ist aber auch neu, die Badewanne-Dusch-Kombi. Hey, die sieht cool aus. Wo ist denn das hin? Wo ist mein Duschdingens? Ich nehme das mal mit und stelle das in die Küche. So. Hey. Wir können doch gerade das Fenster sauber machen. Obwohl, vielleicht machen wir auch ganz neue Fenster rein. Wartet mal, was haben wir denn noch für Fenster? Fenster. Haben wir da noch irgendwas, was zu den Türen passt? Nicht wirklich. Dann lassen wir die Fenster so. Ich glaube, ich muss die Anschlüsse einmal neu machen. Und das dürfte der Duschanschluss sein, oder? Aber passt hier überall gar nicht hin. Aber es ist auf jeden Fall der Duschanschluss. Ich kann die Dusche hier nicht montieren. Mimi, das Bad ist zu klein. Ja, wisst ihr was? Dann weg mit dem Duschanschluss. Machen wir woanders hin. Anschlüsse da. Installationen. Duschinstallation. Die machen wir dann dahin. Nee, warte, ich will das noch nicht aufdrehen. Und dann, dann machen wir da die Dusche hin. Ich hoffe, das funktioniert so jetzt. Wieso kann ich das da nicht hinmachen? Ich muss den richtigen Platz finden, um dies zu montieren. Ja, aber ich will das so hinmachen. Muss ich jetzt aufdrehen vorher, weil ich da das hinsetzen kann? Kann ich das jetzt da hinsetzen? Hallo? Hallo, ich will das da hinmachen. Das lässt mich nicht. Wieso lässt mich das nicht da hinmachen? Hier Badewanne und Dusche. Ich muss den richtigen Platz finden, um dies zu montieren. Gibt es da einen extra Anschluss für oder was? Wasserinstallation der Badewanne. Vielleicht brauchen wir das eher. Scheiße. Dann probieren wir die Badewanne. Da ist hier Geld aus dem Fenster geschmissen, aber egal. Ist ja eine Dusche vorher. Aber das sollte, also das ist doch ein Duschanschluss. Warum brauche ich dann, oh Mann. Freistehendes Badewannenabflusssystem. Wasserinstallation der Badewanne. Dann machen wir das halt. Muss das so? Ey, wehe, das funktioniert jetzt ja auch nicht. Dann bin ich böse. Ich konnte das an der anderen Wand konnte ich nicht hinmachen. Das habt ihr gesehen, gell?
Oh, come on! Ich konnte das nicht an die andere Wand montieren. Willst du mich jetzt verarschen? Ich will das da wegmachen. Das macht mich fertig. Da. Das mache ich jetzt dahin. So. Das, da kann mich nichts aufhalten. Ich mach das. Ich muss auch aufdrehen. Verzweiflung. Mann! Ich soll einfach einen Handwerker rufen. Ihr solltet einfach einen Handwerker rufen, der das macht. So. Wunderbar. Setzen wir da die Badewanne hin. Das Spiel mag mich nicht. But why? Warum kann ich das nicht dahin machen? Warum muss ich da so eine Lücke haben? Hallo? Mann, das Spiel macht mich gerade fertig. Wieso muss ich das mit einer Lücke bauen? Vielleicht was dazwischen? Eigentlich nicht, da ist nichts. Die Steckdose zählt dort nicht. Es gibt keinen Grund, warum er das nicht da machen sollte. Mut zur Lücke. Ich geb der Dusche gleich mal Lücke, ey. Okay, wisst ihr was? Mache ich die halt anders. Dann mache ich die halt anders. Na gut. Warte, was hatten wir jetzt hier? Anschlüsse? Nee. Da. Badezimmer. So, jetzt brauche ich das auf der anderen Seite. Ist die Badewanne falsch rum? Inwiefern falsch rum? Ich brauche jetzt das Glas auf der anderen Seite. Was mache ich da jetzt? Du machst das doch das Glas dahin, damit du beim Duschen... Damit du beim Duschen nicht das ganze Badezimmer unter Wasser setzt. Aber jetzt brauche ich... Ich brauche die jetzt auf der anderen Seite, die Glasscheibe. Glänzendes Weiß, mattes Weiß, Weiß. Aha. Warum verschwindet die Badewanne dort einfach in der Wand oder im Boden? Hier kann ich die direkt dahin bauen, aber das macht keinen Sinn. Ich die dahin mache. So was. Machen wir das halt nochmal weg. Dann machen wir das halt nochmal weg. Kenne ich jetzt gar nichts, ey. Da kenne ich jetzt gar nichts. Ich will das jetzt haben. Mache ich das jetzt dahin? Was willst du von uns? Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich will einfach nur eine schöne Badewanne mit Dusche. Hallo. Und ohne Lücke! Hallo!
An der Wand ist zu wenig Platz. Wie an der Wand ist zu wenig Platz? Ich gebe dir gleich zu wenig Platz, ey. Wie an der Wand zu wenig Platz? Tschüss. Von der Badewanne ist das Bad zu klein? Nö. Es ist nicht zu klein, sag ich euch. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe in einem Bad mit Badewanne bin ich aufgewachsen. Es war kleiner als das hier. Geht das denn für die normale Badewanne? Dann macht das auch so eine Kacklücke rein. Macht doch nicht so eine Kacklücke da rein. Mann! Warum? Warum? Okay, wisst ihr was? Wir lassen es mit der Badewanne. Wir nehmen einfach eine Dusche und dann passt das schon irgendwie. Wir nehmen einfach eine Dusche und dann mache ich mir keinen Mann. Musst du fürs Montieren nicht eine Lücke lassen oder ist die Wanne nicht zu montieren? Also, wenn ich die Wanne montiert habe, dann ist da immer noch eine Lücke. Eine Eckdusche, guck mal. Und dann nehmen wir doch die schöne Dusche hier. So, machen wir die dahin. Wunderbar. Dann machen wir halt eine schöne Eckdusche da rein. Mensch, ich hab keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr auf den Tschüss. Haben wir da eigentlich eben zwei Lichtschalter? Keine Lampe. Naja. Ist okay. Wie kriege ich da jetzt eigentlich noch eine Toilette rein? Will mir das mal jemand sagen von euch? Lucy! Lucy, danke schön für den Raid. Hallöchen. Hallo. Willkommen in den Raider. Willkommen zu Haus Slipper. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Stream gehabt. Hallo, hallo. Wie geht's euch? Vielen, vielen Dank für den Raid. Aber wir sind gerade verzweifeln gerade an am Badezimmer. Ich muss die Dusche wieder rausreißen, die ist zu groß. Mann. Ich sollte kein Duschinstallateur werden. Ihr solltet es einfach lassen. Oh Mensch. Oh Mann. Das Spiel ist sehr akkurat, hab berufsbedingt öfter Glas fuschen. Was? Glasduschen aufgebaut und das Spiel hat an die Glashalter oben gedacht. Ja, guck mal. das ist, ja, Hallöchen Raider. Ihr seht mich verzweifeln gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich hier anstelle. Ebenerdige Dusche. Wir brauchen eine kleinere Dusche. Ich glaube, wisst ihr was? Scheiß auf eine Duschwand. Die Regendusche kommt jetzt einfach so dahin. So, guck mal. Dann steht halt das ganze Bad unter Wasser. Aber wenn hier nichts reinpassen will, dann mache ich das halt so. Wisst ihr, dann haben wir halt jetzt die schöne Dusche hier und dann kann man da eine Toilette hinmachen und dann geht das hoffentlich. Das Badewannengate. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich wollte eigentlich eine Badewanne mit Dusche reinmachen. Aber die ärgert mich. Und da habe ich aufgegeben. Das, ja. Nun gut, jetzt müssen wir den Toilettenanschluss anbringen, ey. Ob es an den Fliesen liegt? Nee, das dürfte nicht an den Fliesen liegen. Zumindest würde mich das sehr wundern. Ja. Mal gucken. So, warte, wo haben wir denn Toilette? Da, was ist die Installation der Toilette? Machen wir jetzt einfach, dahin.
Jetzt kann ich eine Toilette montieren. Und schön das Fenster mit der Toilette, damit die ganzen schönen Düfte dann auch direkt wieder verfliegen können. Schön, schön. Vorderseite. Ah, okay, okay. Jetzt können wir aber was Pinkes reinmachen. Jetzt können wir ein bisschen Pink mit reinnehmen. Eine freistehende Krallenbadewanne. Aber dann müsste ich hier noch einen neuen Anschluss machen. Ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das mache ich lieber nicht. Nochmal neue Anschlüsse legen. Hallo Bobby, Hallöchen. Hallo Asu. Schön, dass ihr da seid. Was ist das hier? So, das ist das Ding da. Okay. Nee, ich glaube, die Toilette sehe ich nicht so. Die ist es eher weniger. Haben wir noch schöne Toiletten? Vielleicht so eine schlichte weiße? Oh, komm, Marmorsitz, das passt. Das passt doch gut hier mit Marmorsitz. Hey. Kann ich ihn aber umsetzen? Nee, kann ich nicht. Ja, dann steht die halt jetzt nicht mittig unterm Fenster. Also, hier. Was soll ich machen? Ist schon kompliziert genug, das Bad. Kein Goldklo. Nee, kein Goldklo. Das machen wir hier nicht. Ich glaube, wir brauchen kein goldenes Klo. Das Bad macht mich fertig. Ich kann nicht mehr. Mann. Was trinken? Achso, wird immer Trinken eingelöst, wenn ich nichts zu trinken habe. Moment, da muss ich kurz was zu trinken holen. Habt ihr jetzt davon? Jetzt muss ich einmal kurz aufstehen. Könnt ihr auch einmal nicht Trinken einlösen hier? Moment. So, ist House Flipper jetzt released? Das ist der erste Teil. House Flipper 2 kommt im Dezember. Der erste Teil ist schon seit einigen Jahren draußen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf den zweiten Teil, wenn der im Dezember rauskommt. So. Wir hatten auf jeden Fall schon die Demo gespielt. Die war cool. Nehmen wir doch das da. Und dann nehmen wir da irgendwie... Ist das... Teakholz? Ich glaube, aus dem Holz ist meine Uhr. Schoko-Mahagoni. Helles Mahagoni. Ich mag Walnuss sehr gerne. Mein Schreibtisch ist aus Walnuss. Ich finde es schwer einzuschätzen, ob das mit der Fliesenfarbe passt. Ich würde aber, glaube ich, eher ein dunkles Waschbecken nehmen. So, mach mal was dahin. Meins ist aus Ikea. Da kommt ja schon Wasser raus. Scheiße. Vielleicht sollte man erst mal das Wasser abstellen, bevor man so Sachen montiert. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin kein Handwerker. Ich mache das nur amateurhaft hier. Ah. Guck mal, jetzt haben wir... Jetzt müssen wir sogar das Wasser wieder aufwischen. Seit wann ist House Flipper so realistisch? Nun gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier ein Badezimmer, was halbwegs funktioniert. Er sieht halbwegs okay aus. Ich glaube, ich kann damit leben. Ich würde zwar gerne die Toilette wieder abreißen, aber ich lasse das jetzt einfach. Ansonsten kommen wir hier nie weiter. Lichter. Wir brauchen auf jeden Fall noch Licht. Das sind ja fancy Steckdosen. Metallener Lichtschalter mit Steckdose. Warum sind die so fancy? Was passiert? Den will ich haben. Das ist ein cooler Lichtschalter. Viel besser als der da drüber. Diese komischen amerikanischen Lichtschalter hier. Weg damit. So. Der ist viel besser.
Von dir kam doch die geniale Idee, Lichtschalter unterm Schreibtisch. Es ist auch immer noch eine geniale Idee. Ich bin dafür, dass wir Lichtschalter unterm Schreibtisch etablieren. Dann kannst du einfach mit deinem Fuß unterm Schreibtisch das Licht anmachen. Das ist richtig gut. Das ist eine kleine Lampe. Ich habe mir die irgendwie größer vorgestellt, bin ich ehrlich. So. Aber ist okay. Klingt praktisch, ja. Das war das Eindeutschen. Ja, das, was sind denn das hier auch für komische Steckdosen? Also, wer nutzt denn sowas? Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Pastellkerze. Oh. Eine Zimtkerze! Oh, die will ich haben. Darf ich die bitte da hinstellen? Darf die nicht da hinstellen? Hallo? Aber da darf ich die hinstellen. Ah. Ja, Kippfenster. Kippfenster sind ist das Beste, was es gibt. Derjenige, der die Kippfenster erfunden hat, der ist einfach ein Genie. Stehlampen. Ah, cute. Mit einem Waschbär. Süß. Okay. Aber das reicht erstmal. Hans-Georg Kipp hat sie erfunden. Vielleicht wäre das eine Frage für das nächste Burp Prank Quiz. Wer hat die deutschen Kippfenster erfunden? Ich brauche Spiegel. Da, Spiegel. Spiegel, Spiegel. Ich weiß nicht, wie groß der Spiegel ist. Oh, guck mal, das ist doch in Ordnung. So, wenn man davor steht, da auf der Höhe ist ja gut angebracht, glaube ich. Schön, schön, schön. Was haben wir denn noch an Deko? Hängende Deko. Ich habe gerne Ketten an der Wand. Würde ich mir sofort ins Wohnzimmer hängen. Warum auch immer da Wandketten sind. Also ich kann das erklären. Oh, ein Traumfänger. Süß. Kommt auf jeden Fall dahin. Übers Klo. Falls du auf dem Klo einschläft, damit man keine Albträume da bekommt. Kabel. Ich weiß nicht, ob ich da Kabel hängen haben möchte an der Wand. Ein Traumfänger im Bad. Ja, es ist Makramee-Deko, hallo. Ja. Das passt. Wir können auch einen Traumfänger in die Decke hängen. Uhren. Zubehör? Oh Gott, das ganze Weihnachtszeug, guck mal. Ich bin noch nicht bereit für Weihnachten. So, wir brauchen Zahnbürsten. Und hallo Mopa, Palüchen. Offene Kabel im Badezimmer. Es ist eine super Idee. Ist wirklich eine super Idee. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir brauchen Mülleimer im Badezimmer. Bitte habt Mülleimer im Badezimmer, vor allem wenn ihr Damenbesuch bekommt oder sowas. Dankeschön. Ein Mülleimer im Badezimmer ist immer gut. Und eine Klobürste vielleicht auch. Eine Klobürste sollte man vielleicht auch haben. So, warte mal. Guck mal den... So. Okay, wunderbar.
Weihnachtsgeschenke. Also ich bin ja dafür, dass wir einfach so schnell wie möglich irgendwie Weihnachtsgeschenke holen. Weil dann hat man den ganzen Stress nachher an Weihnachten nicht mehr. Ganz easy. Oh, warte, wir können auch noch Seife reinmachen. Ich brauche die Luni-Seife. Tschüss. So, machen wir da noch eine blaue Seife rein. Soap. So. Wunderschön. Okay. Hübsch. Nee, Armaturen brauche ich nicht mehr. Dekoration. Dankeschön. Deckendekoration, Pflanzen, Spiegeluhren. Wir haben noch. Warte, Zubehör, da war ich gerade noch. Badezimmerzubehör. Haben wir da noch Handtücher oder sowas? Eine Haarbürste. Oh. Mit einem schönen Blumenmuster. Packen wir da noch eine Haarbürste hin. Hallo? Dankeschön. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch ein paar Handtücher. Oh ja, guck mal hier. Ein paar schöne Handtuchhalter. So. Das sind interessante Farben auf jeden Fall. Das sind interessante Farben. So. Perfekt für Luni. Oh, Klopapier. Klopapier ist auch wichtig. Klopapier. So. Schön. Nee, nicht, dass man da sitzt und dann hat man nichts zum Hintern abwischen. Das ist ja auch nicht schön. Muss man drauf achten. So, machen wir da noch ein Handtuch für die Hände hin. Ich würde vielleicht doch nochmal den Boden ändern. Mann, Bodenfliesen. Eventuell machen wir da doch einen anderen Boden hin. Oh, das da. Ups. Das ist besser. Das ist ein bisschen neutraler. Ich habe gedacht, vielleicht kriegt man irgendwas damit Schönes hin, aber war nicht so. Also machen wir einfach neutralen schwarzen Fliesenboden rein. So. Na, hallo, Lord Lacklanterlöchen. Wir müssen auch mal gucken hier. So, kann man noch irgendwie Gardinen im Bad anbringen? War doch bei Fenster irgendwo. Vorhänge und Jalousien. Ich mag die Dinger ganz gerne. Aber gibt es die in schönen Farben? Ich glaube nicht so wirklich. Obwohl. Das könnte man nehmen. Guck mal. Eh montieren. Haha. Bzzzp. Bzzzp. Schick, schick. Passt farblich alles super. Und hallo, Flatterfährchen. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Haustiere? Ich hab nicht mal das Haustier-DLC und ich habe trotzdem Zeug für Haustiere hier. Survival. Ein Revolver. Hier, wir können Toilettenpapier hier, Ich würde gerne auf die Fensterbank Toilettenpapier stellen, aber ich kann hier gar nichts draufstellen. Das nervt mich so ein bisschen. Kann doch gar keiner mehr reingucken. Ja, zu Recht. Wir sollen hier auch reingucken. Nimm mal ein Gewehr. Ja, hier ist noch ein Maschinengewehr. Das braucht man bestimmt im Bad. Ich bin mir sicher, das ist eine schlüssige Einrichtung im Badezimmer.
Ja, man kennt es ja, man ist auf dem Dixie-Klo, auf einmal kommt so ein T-Rex an und dann muss man sich halt verteidigen können, ansonsten wird man aufgefressen. Möbel. Ich hätte noch gern irgendwie einen Schrank oder so, den man da hinstellen kann. Der ist zu chunky. Vielleicht lassen wir das mit dem Schrank. Das Badezimmer ist eh schon so klein. Na gut, Badezimmer erkläre ich immer für fertig. Ja, kennt man. Das hab ich halt ständig. Wenn ich da nicht irgendwie ein Maschinengewehr mit mir hätte, das wäre... das würde schlimm ausgehen. Als ob mir jetzt eine Fliese dafür fehlt. Mann. Na gut. Dann halt nicht. Wände. Wandfliesen. Eine blöde Fliese fehlt mir. Deswegen muss ich jetzt noch mal einen ganzen Stapel kaufen. Wow. Wenn man meint, das ja auch noch. So, bis zu den Türen halt. Ja. Ba, ba, ba. Warum haben wir hier eigentlich so viele Lichtschalter? Will mir das mal jemand sagen? Wozu brauche ich so viele Lichtschalter? Dann sind die noch nicht mal unterm Schreibtisch. Sondern das ist eine Steckdose. Warum hängen die überall in der Luft rum? Weg mit den Steckdosen. Tschüss. Okay, jetzt brauchen wir eine schöne Küche. Jetzt machen wir eine schöne Küche. Möbel, Küchen. Da. Passt die da rein? Ich glaube, die ist zu lang. Nee, die passt hier leider nicht rein. Enttäuschend. Ich bin enttäuscht. Die Küche passt da nicht rein. Ich vertippe mich immer. Mann, was sind das? Die Kücheninsel. Haben wir da irgendwas anderes an Küche? Auch eine Kücheninsel. Ich brauche aber keine Kücheninsel. Ein klassisches Küchenset. Das sieht ziemlich alt aus. Guck mal, das ist auch schön. Das ist doch eine schöne Küche. Ich finde die prima. Die machen wir jetzt. Diese Küche machen wir jetzt. Jetzt hatten wir gerade. So. Sehr hübsch. Schön in tollen Farben. Elektrische Ausrüstung. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Der sieht hässlich aus. Die Farben sind auch nicht schön. Ist auch nicht schön. Hallo. Kann aber vielleicht mal pink oder ein schönes Blau mit bei sein. Ja, okay, das Blau passt. Das Blau ist in Ordnung. So, nehmen wir den Kühlschrank. Die Musik geht ab. Die Musik ist so laut. Kann ich da noch einen Backofen hinmachen?
Perfekt. Guck mal, wie toll das passt hier mit Backofen. Das ist der T-Rex. Ja, stimmt. Wir haben schon den T-Rex. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass er uns hier nicht irgendwie in die Quere kommt. So, dann haben wir hier ein schönes Ceran-Kochfeld. Über die Aufteilung der Küche reden wir bitte nicht. Das ist voll in Ordnung hier. Ich brauche noch für die Wände irgendwie Farbe. Vielleicht machen wir da eine rosa Kreide dran. Guck mal. Jetzt müssen wir noch schön streichen. Schick, schick. Ups. In dem T-Rex musst du auch nur stillstehen wie bei Squid Game. Ja, er hat keine guten Augen, gell? Als wenn du dich nicht bewegst, dann sieht er dich einfach nicht. Schön! Mein Farbton ist das nicht gerade. Aber das ist ja auch eine Looney-Wohnung. Das ist ja Looney-Themed-Wohnung hier. Und der Jäger, dankeschön für dein Resub. Für 11 Monate hier schon. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, jetzt brauchen wir noch, brauchen noch Hängeschränke. Hängende Schränke. Weil auch diese Pastelldinger da, guck mal. Hängender Pastellschrank. Jetzt habe ich ja gleiche Farbton. Da. Das ist ein sehr kleiner Hängeschrank. Ich habe gedacht, die haben da irgendwie größere oder so. 50 cm, 45? Das ist alles noch kleiner hier. 30? Komisch. Na gut, dann haben wir halt nur so kleine Hängeschränke. Das ist ja auch in Ordnung. So. Ich weiß nicht, wie ich damit mache. Farben sind so schön. Ah. Oh, ein Cluster. Cluster, danke schon für die 8 Monate auf Tier 3. Ihr seid jetzt alle am Resubben hier. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich muss ein paar Hängeschränke wieder wegmachen. Die kommen mal wieder weg. Passt das so? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich doch einen kleinen nochmal hinmachen. Das ist wieder der Kleine, gell? Ja. Dann machen wir den weg. Dann machen wir den Kleinen stattdessen hin. Ich habe nicht wirklich von Stufe 2 auf Stufe 3 geupgradet. Oh, Cluster, danke schön für das Upgrade. Vielen, vielen Dank dir. Oha. Dankeschön. Wo finde ich Heizungen? Meine Heizungen hier irgendwo mit bei. Bodenanschlüsse. Heizung. Da, Heizung. Müssen noch eine Heizung hinmachen. So. Bang, bang, bang. So. Da oben kommt Loni ran. Ja, easy kommt die da ran. Easy kommt die da ran. Möbel. Küchen. Elektronische Ausrüstung. So, jetzt brauchen wir noch eine Dunstabzugshaube. Mal in einem schönen Babyblau. Okay, vielleicht müssen wir die doch. Moment.
Ich muss mal kurz ummodeln hier. Moment. So, wir machen da die Dunstabzugshaube hin und machen da einmal einen kleinen Schrank hin. Kommt das so hin? Kann man das so machen? Nö. Es muss wirklich so ein ganz, ganz schmaler Schrank sein. Moment. Müssen wir nochmal gucken. Stehschränke. Da gab es auch die ganz schmalen hier. Die 25 cm Schränke. So. Jetzt mal raus da. Mal das dahin. Und das dahin. Passt das dann in der Mitte? Ich denke, ja, das sollte passen hier. Ja, dann brauchen wir eigentlich noch so einen kleinen Schrank. Haha! Schön. Ja. Ich kann sogar sicher einen Dunstabzug sauber anmachen. Puzzlemona. Ja, ich bin toll am Puzzeln. Guck mal, wunderschön. Habt ihr heute schon was gegessen? Ja, bei mir gab es gebratenen Gnocchi mit ein bisschen Soße. Ich bin eigentlich nie so der Gnocchi-Fan, aber ja, mein Mitbewohner hat sich Gnocchi gewünscht, deswegen gab es Gnocchi. Dekorationen. Gibt es auch Küchendekorationen oder sowas? Und das ist wieder unter Sonstiges oder Zubehör. Zubehör, Küchen. Oh, wir können schönen Rosinenstollen schon hinmachen. Oh, ich hatte jetzt voll Bock auf Stollen. Voll Bock auf schon Stollen. Lecker, oh. Oh, sieht das lecker. Guck mal hier. Das ist doch cool. Hä? Das ist ein cooles Set. Stollen könnte ich auch das ganze Jahr essen. Oh ja. Lecker. Guckt euch mal diese Tassen an, ey. Die sind mega cool. Wären voll was für Ginger. Stollen ist nur trocken, wenn man den nicht gut macht. Meine Oma macht Stollen selber und der ist so saftig. Cake in Unis Wohnung. Weiß ja nicht, ob das funktioniert. Ach was. Wir haben noch gar kein Spülbecken. Stimmt, wir haben gar kein Spülbecken hier drin. Haken für Küchenutensilien. Nehmen wir mal sowas dahin. Guck mal. Wir müssen auch irgendwie ein Spülbecken hier reinpacken. Kriege ich das denn her? Möbel. Küchen. Funktionsschränke. Da, Spülbecken. Oh, wir können sogar... Oh. Ja gut, da muss ich mal gucken, wie wir das jetzt hier auch noch reinquetschen. Ich muss wieder puzzeln. Yeah, ich muss wieder puzzeln. Okay, Moment. Vielleicht stellen wir einfach die Kanne hier oben drauf. Hallo? Ich habe keine Ahnung. Nein! Das war. Küchentetris. Ich liebe es. Ich freue mich schon, wenn es soweit kommt, dass ich für meine neue Wohnung eine neue Küche brauche. Und ich dann auch selber Küchentetris spielen kann. Das wird super.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Küchentetris. Wahrscheinlich muss ich irgendeinen Küchenplaner bezahlen. Für das ganze Zeug. Ja, das funktioniert schon natürlich wunderbar hier. Das funktioniert natürlich wunderbar. Ich bin begeistert. Scheiße. Stehschränke. Passen die 35? Nee, die sind noch zu schmal. Muss breiter. 45? Das ist auch nicht. Ist schon wieder 35 gewesen. Da 45 wollte ich. 45 passt perfekt, guck mal. Okay, dann können wir die zwei jetzt wegmachen. Ach ja, Küchentetris. Wir müssen da jetzt schon fluchen. Mann, das Ding ist, in der Wohnung ist eine perfekt eingebaute Küche drin. Die wir auch vom Vormieter hätten übernehmen können, weil mein Vermieter unbedingt die Wohnung, bevor wir da reinziehen, quasi renovieren wollen. Die reißen die komplette Küche raus. Aber das ist halt so eine perfekt abgemessene Einbauküche für diese Wohnung. Und wir hätten die gerne übernommen. Aber nein. Dann sind wir uns eine neue holen. Ja, das ist doch zum Kotzen. Esszimmer. Haben wir da noch irgendwas? Irgendwie einen kleinen Tisch oder sowas ganz Schmales? Nee, die bauen keine neue ein. Das bleibt an uns. So lieb sind die nicht. Ich bin froh, dass sie uns wenigstens das Bad renovieren. Also, das hätten sie eh machen müssen, aber, ja. Mal gucken. Was ist das für ein wie groß ist der? Ah, oh, das ist ein süßer Tisch. Okay, den können wir nehmen. Oh, mit rosa Beinchen. Der ist süß. Das ist ein süßer Tisch. Da kann man dann so ein bisschen Teezeug draufstellen. Jede Wohnung braucht eine Küche. Dass sowas nicht Standard ist, verstehe ich nicht. Dusche und Klo ist es doch auch. Ja, aber das ist halt Deutschland, würde ich sagen, an der Stelle. Es ist halt einfach Deutschland. Ich kann es auch nicht verstehen, warum. Ich weiß es auch nicht. Nein. Ich muss noch einen Tisch. Hallo. Dankeschön. So, dann packen wir da noch ein paar Tassen rein. Hallo, Yusuf, Hallöchen. So, packen wir einfach noch zwei Tassen rein und dann mal gucken. Wie sind die jetzt aufeinander gestellt? Gar nicht gut. Okay, ja, die sind ein bisschen schief und so, aber das passt schon. Oh, ein schönes Glas. Oh ja, wir packen hier noch schöne Gläser rein. Oder auf das Regal. So, vier Weingläser machen wir da mal hin. Die verstauben auch schön, da oben. Das ist mal ganz, ganz wichtig, dass es auch alles verstaubt. Haben wir hier... Können da sowas noch hinpacken. So. Wein? Ja, Wein. Oh, ein Handtuch. Ja, so ein Handtuch ans Waschbecken kann man noch machen. Oder ans Spülbecken eher gesagt.
Ständer mit Schneidebrettern. Ich wusste gar nicht, dass wir Lunis Hintern hier draufstecken können. Nee, das brauchen wir nicht. Ein Preis endet nicht auf 99 Cent. Da ist irgendwas Böses im Busch. Tja. Das sind aber auch ganz komische Preise hier, bin ich ehrlich. Das sind ganz komische Preise. Hallo Jake, hallöchen. Und hallo Stereo, hallo. Sieht alles irgendwie nicht so schön aus hier. Spezialdessert. Ugh. Brauchen wir noch ein Holzschneidebrett? Fangen wir da mal so ein Schneidebrett hin. Magister, mach's gut. Dankeschön, dass du da warst. Hab noch einen schönen Abend. Bye, bye. Küchenmesser, oh yeah. So, ich lege das jetzt mal extra so rum, wie normale Leute, also Rechtshänder, das machen würden. Ansonsten, ja, müsst ihr einfach alle lernen, mit links zu schneiden. So, haben wir noch Stühle. Wir brauchen noch Stühle. Einfach so ein Stuhl. Ich hätte gerne mit Farbe irgendwie. Mit Pink oder Blau. Blau geht auch. Ich glaube, der Stuhl ist ein bisschen groß für die kleine Küche. Ich mein, wir haben so einen kleinen Tisch, aber der Stuhl ist vielleicht ein bisschen chonky. Ich kann mal den ohne Lehne nehmen. Guck mal, ohne Lehne gehen hier doch bestimmt zwei davon hin. Hallo? Ich will den zweiten da auch noch dran bekommen. Die Heizung ist einfach im Weg. Ah, den zweiten halt so hin. Ich weiß ja auch nicht. Die Heizung ist im Weg einfach. Nu. Warte, da war eben. So können wir das machen. Küche ist fertig. Wir müssen noch ein Fenster putzen. Oh, warte, da haben wir noch vergessen, was zu streichen hier. Okay, Moment. Farbrolle. Schmatz, schmatz, schmatz. So. Wunderschön. Vielleicht brauchen wir noch eine Lampe. Eine Lampe wäre noch gut. Nee, Fenster sind keine Lampen. Lichter. Bitte geben Sie mir Lichter. Haben wir irgendwie hier Deckenlampen? Irgendwas? Oh, guck mal, hier ist so ein Kronleuchter. Ein Kronleuchter? Das wäre Licht, ja. Schön, jetzt brauchen wir noch einen Lichtschalter. Lichtschalter. Ein schöner Lichtschalter. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt keine Epilepsie oder so. Ein interessantes Licht. Ein interessantes Licht. Es flackert. Na gut, dann flackert es wohl. Und ich brauche hier noch ein paar Jalousien. Boop. Boop. Yeah. Ein elektrischer Kerzenkronleuchter, ja. Es ist, Tschüss, gute Nacht. Okay. Hier ist auch der Lichtschalter, den wir auch wegmachen können. Die Küche wirkt vornehm. Guck mal, wir haben hier doch noch die tollen, ja.
Upsala. Hey! Tollen Stühle dazu und die das tolle Tesavis. Ja, dann streichen wir doch noch ein bisschen was rosa, habe ich gehört. Schön, schön. Das war doch eure Farbe, Chat. Wir machen natürlich nicht alles rosa. Ich kann ja schon mal Fenster putzen. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Ding, womit ich so easy Fenster putzen kann. Dann würde ich bei mir vielleicht auch mal öfter Fenster putzen. wo wir gerade beim Fensterputzen sind, machen wir doch einmal hier weiter. Aber das erste Mal in meinem Leben Spiegelei gemacht und es wären. Das während ich den Stream geschaut habe. Ich habe zu viel Salz dran gemacht. Oh weh. Also so ein versalztes Spiegelei. Ah. Naja, es gibt Schlimmeres. Es gibt aber viel Schlimmeres. Wie so Fenster putzen. Ich mag meine Privatsphäre. Wir packen hier auch noch überall die, diese blauen, Jalousien ran oder so. So, ich würde aber tatsächlich hier dann, vor allem noch weiß an die Wände bringen. Irgendwie weiße Farbe. Wände, Farben. Dann hätte ich gerne weiß. Weißer Schnee. Dankeschön. Zum Glück kein gelber Schnee. Flup, flup, flup. Eigentlich kann so schnell streichen. Und hallo Deva, hallöchen. Na komm schon. Hallo. Sieht gleich nicht mehr ganz so ranzig aus. Nur noch ein bisschen ranzig. Bin mal gespannt, wem wir das Haus nachher verkaufen, wer da drin wohnen wird. So. Mal das so ein bisschen. Dann bedroht mich wieder. Alle Köpfe runter. Was? Aber es ist doch nur eine Banane. Du musst einfach in die Banane reinbeißen, Deva. Dann hat doch nichts mehr, womit er dich bedrohen kann. Du musst einfach die Banane essen. Hey! Wer schießt denn hier? Deva schießt, aber scharf hier auf Don. Aha. Na dann. Hier drüben das Zimmer gleich auch noch weiß. Hier hängen noch Spinnenweben an der Decke, sehe ich gerade. Schicke ich halt eben Wu vor. Oha, Wu holt hier die richtige Knarre raus. Und ich muss was trinken, ja. Brille pusten soll auch ganz gut sein, habe ich gehört manchmal. Ich meine, jetzt wird hier... Bitte zündet keine Atombombe in meinem Chat. Ich danke euch. Wu hat aber für die Knarre keine Finger. Wu hat bestimmt eine spezielle Technik mit seinen Hufen.
Ich, will auf jeden Fall noch die, die Zierleisten ausprobieren. Warte mal, wenn wir gerade dabei sind. Wände, Zierleisten. Haben wir da hübsche Zierleisten? Ich muss die einzeln setzen. Da kann ich das nicht einfach wie in Sims machen. Wo muss ich die einzeln setzen? Wieso? Aha. Beleuchtete Deckenleiste? Hey, wie cool ist das denn? Die ist beleuchtet. Was ist das denn bitte für eine Kack-Zierleiste? Okay, ich lasse es mit den Zierleisten. Ich sehe nur schon wieder, dass wir da irgendwie, ja, nee. Nee. Decke. Ich hätte gerne die beleuchtete Zierleiste genommen. Aber dann wohl nicht. Lassen wir das einfach gut sein. Ba-da-da. Tschüss. Lichtschalter. Heizung. Hier brauchen wir auch noch eine Heizung. Ach ja, würde Heizung montieren so schnell gehen? Das wäre doch ein Traum. Wir brauchen noch eine hier drüben. Packen wir doch da direkt eine hin. Wenn wir gerade beim Heizung montieren sind. So, wunderbar. Ja, man muss nichts machen. Einfach nur so ein bisschen zusammenstecken, dann passt das schon, gell? So, Wohnzimmermöbel. Ein großes Bücherregal. Das ist aber schick. Das ist sehr groß. Ein sehr großes Bücherregal, was hier nirgendwo an der Wand passt. Schade. Schade, schade. Na gut. Was ist denn das? Das ist ein schönes Bücherregal. Ich kann mal das hier hin machen. Guck mal, so eine Bücherwand. Die ist doch schön. Das sind ja ganz viele Regale. Toll. Guck dir mal die Sofa an. Die Sofas hier. Uiuiuiuiui. Jetzt sind die aber, die haben so hässliche Polster. Oh Mann, warum könnt ihr nicht einfach mal schöne Polster haben oder so? Warum muss das immer alles hässlich sein? Können wir nicht mal was Schönes hier reinmachen? Also so von der Form her würde ich das reinmachen, aber also das Sofa. Aber das ist halt einfach, die Polsterfarbe sind einfach irgendwie nie so geil. Wenn ich ehrlich bin. Polsterfarbe ist jetzt eher ja nicht so meins. Regal. Hier ist ein Sofa, es geht vielleicht noch. Ba-dum-bam. Ba-da-bam.
Stamm. Helles Sofa. Und dann haben wir Blau als Farbe. Das könnten wir hier reinhauen. Steht halt so halb in der Tür von der Küche. Aber hey. Viel mehr Platz haben wir sonst nicht. Könnten es als höchstens hier hinstellen, das Sofa. Direkt vor die Küchentür. Ich würde hier eher so eine Art Arbeitszimmer draus machen, bin ich ehrlich. Haben wir da Büro? Büromöbel. Das sind süße Schreibtischstühle, bin ich ehrlich. Die sehen zwar nicht sonderlich bequem aus. Aber ich glaube, das ist okay. Das sieht zumindest mal cute aus. Jetzt haben wir da Natureiche, Schokomahagoni wieder. Ulme, helle Eiche. Was hatten wir da genommen gehabt? Natureiche, kühle Eiche. Wir nehmen einfach das da. Muss ja nur irgendwie passen. So. Dann stellen wir einfach den Schreibtisch da hinten in die Ecke rein. Das stört er nicht. Dann wird das hier eher eine Art Arbeitszimmer. Sieht sogar verdammt unbequem aus. Ja. Ist bestimmt auch nicht so ergonomisch geeignet für viel Sitzen und so. Ist wahrscheinlich wirklich einfach, wenn man irgendwie so ein bisschen Arbeit am Schreibtisch hat, so ab und an mal, dann okay, aber wahrscheinlich für nicht viel mehr geeignet. Das ist auch ein süßes Regal. Jetzt das Holz, gell? Ja, das ist das richtige Holz. Da sind die Griffe dran, okay. Vielleicht sollte ich es andersrum machen, Moment. So. Dann da den Schreibtisch hin. Ja. Yeah. Schön. Bleibt man wenigstens nicht vorm PC hocken. Ja. Leider gibt es hier keine schönen, höhenverstellbaren Tische. Das wäre es jetzt noch. So wenig, ey. So, Boden. Haben wir da irgendwelche schönen Teppiche? Also die Teppiche finde ich hier immer sehr, sehr schwer. Weil die einfach alle irgendwie nicht so schön sind. Und Elia, Hallöchen. Dankeschön für meinen großen Kopf. Vielleicht finde ich jetzt einen schönen Teppich. Das hat alle nicht so hübsch. Die sind halt einfach nicht so hübsch. Wir könnten den Teppich da reinlegen. Über den ich angeblich keinen Platz hier habe. Mir wäre zu wenig Platz, um den Teppich da hinzulegen. Ich hab dir gleich mal zu wenig Platz hier. Ich hab da perfekt Platz. Guck dir das doch mal an. Was ist das denn hier bitte für ein mickriger Teppich? Wie soll denn der überhaupt irgendwas vom Boden abdecken? Ich kann mir so eine Welcome-Matte noch hinlegen. Aber eigentlich muss das vorne hin. Vor die Tür. So. Schön. Mit einem Pfotenabdruck. Boah. Aber Licht brauchen wir auf jeden Fall. Licht.
Warum ist Licht da eigentlich beim Möbel und nicht bei der ganzen anderen Anschlusselektronik oder so? Oh Gott. Ich kann hier alle möglichen Farben auswählen. Ja, dann machen wir da halt so eine Kerze hin. Mach Licht an. Das klug funktioniert nicht. Da muss ich wahrscheinlich manuell gerade mal toggeln. So. Man kann den Rücken sehr gut gesund halten, wenn man sich etwas mit was mit Rückenschule auskennt. Ist auch meistens die günstige Alternative zu teuren ergonomischen Dingen, die man sich vielleicht nicht leisten kann. Ich weiß, regelmäßig ändern der Sitzhöhe kann gerade Sitzen deutlich verbessern. Ja, aber ich sag mal, so ein ergonomischer Stuhl oder auch ein höhenverstellbarer Schreibtisch, wie ich ihn habe, es ist halt einfach auch eine Investition in die Gesundheit letztendlich. Zumindest bei mir, weil ich halt in meinem normalen Job sehr viel am PC sitze und auch beim Streamen halt eigentlich immer am PC sitze. Und ja, da ist es, glaube ich, auch wichtig, einfach mal dann in seine Gesundheit in der Hinsicht zu investieren. Natürlich kann sich das nicht jeder leisten, das aber ja. Aber ich sollte auch eigentlich meinen höhenverstellbaren Schreibtisch wesentlich öfter nutzen. Noch so eine Schreibtischlampe drauf. So. Wie lange ist Mona jetzt schon klug? Nicht sehr lange. Ich habe das gerade eben erst getoggelt. Deckenlampen, was haben wir denn da noch? In Pastellrosa. Irgendwie mag ich diese Kronleuchter. Ich weiß nicht warum. Aber ich hätte schon gerne noch irgendwie einen schönen Teppich da dran. Das ist jetzt ein bisschen traurig hier. Und hallo Simolino, willkommen. Jetzt ist mein Kopf schon wieder groß. Ah, mein Kopf. Ich glaube, der kommt heute gar nicht mehr aus dem Großwerden raus. Zubehör, Büro. Was haben wir hier noch? Okay, noch so ein paar Ordner draufstellen irgendwo. Passen die hier rein? Passen da nirgendwo rein. Passen nur ganz oben drauf. Ja, dann packen wir die halt oben drauf, die Ordner. Hallo? Mann! So. Drei Ordner. Was haben wir noch? So eine schöne Dokumentenablage. Guck mal. Ich habe auch so eine und die fällt mir immer auseinander. Die bringt genau nichts. Das war's schon? Als ob es das schon hier mit Bürozubehör war. Hä? Glaube ich irgendwie nicht. Hä? Was für ein Scam. Kann hier noch so einen Stifterhalter reinstellen. Auf jeden Fall. Also wenn man müde ist, aufstehen und im Stehen arbeiten hilft definitiv. Das kann ich auch so sagen. Aber irgendwann merkt man auch gar nicht mehr, dass man irgendwie krass steht die ganze Zeit. Muss ich zugeben.
Möbelbüro. Da war aber nichts. Elektronische Ausrüstung. Ah, guck mal, so ein Staubsaugerroboter. Ja, den packen wir noch hier hin. Staubsaugerroboter muss da rein. Auch noch was trinken. Trinken hilft auch gegen Müdigkeit. Und frische Luft. Das hilft auch. Ich hätte auch gern so einen Staub- und also so Saug- und Wischroboter. Hätte ich auch gerne. Monitor mit Hintergrundbeleuchtung. Das ist ein großer Monitor. Upsala. Wir müssen die Schreibtischlampe dann irgendwo anders hinpacken. Ich würde sie gerne hier oben auf die Fensterbank draufpacken, aber aus irgendeinem Grund kann ich nichts auf die Fensterbank stellen, obwohl das doch easy da drauf passen müsste. Machen wir die so. Beleuchtung für mehr FPS, genau. Alles für die FPS. Oh, einfach... Okay, okay, was haben wir hier noch? Unterhaltung. Ah, guck mal. So ein paar Katzenöhrchen-Kopfhörer. Die packen wir noch ins Regal. Habe ich irgendwo eine fancy, Tastatur? Ich glaube noch nicht. So. Dann haben wir hier ein Mikrofon. Und Tastatur. Kommen da auch eine Tastatur mit Beleuchtung? So. Die liegt ein bisschen schief. Meine Tastatur liegt grundsätzlich auch immer ein bisschen schief. Gaming-Maus. Guck mal. Wunderschön. Haben wir irgendwie noch ein Deskmat oder so? Ich glaube, wir haben nur das kleine Mauspad hier, gell? Aber hier ist auch Beleuchtung. Ich muss erst die Maus da wegpacken. So. Schön. Marco! Marco, Hallöchen! Hallo! PC ist dead rate! Oh nein! Marco! Was ist mit deinem PC passiert? Was habt ihr gemacht? Offline Raid, mein OBS ist gecrashed. No, Marco! Dann trotzdem Dankeschön für den Raid. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Hausflipper. Ich richte heute Lunis neues Haus ein. Wir sind sehr mit Farben am Experimentieren. Oh Gott. Aber ich hoffe, ihr habt irgendwie vorher, bevor der PC gecrashed ist oder so, habt ihr speichern können. Habt ihr denn noch gut Lickies gemacht hier mit der langen Zunge, die ich gesehen habe? Oh nein. Ich frage einfach nicht nach dem Speichern. Mann, ich will hier raus! Okay, ich glaube, der Stuhl hier direkt vor der Tür ist keine gute Idee. Wir müssen den Stuhl weiter wegrollen. So. Mein Unity-Projekt ist tot. Ich muss alles nochmal machen. Was? Alter, Marco. Marco, was momentan bei dir mit dem ganzen Programm abgeht? Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, Mann. Das tut mir so leid. Es ist... Mann. Ja, großes F. Ein riesen F einfach. Mensch. Oh, was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Na gut, aber ja, bei mir gibt es hier zumindest bisher nur ein bisschen Hausflipper. Ich hoffe, dass bei mir nichts crasht hier.
Oh Gott, und Fluffy, dankeschön für den verschenkten Zap an Mary. Dankeschön. Ich hoffe, der hat nicht überhitzt oder so. Ich drück die Daumen, dass da nichts irgendwie an der Technik kaputt ist oder so. Ach Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, Marco braucht irgendwer, der so eine Fluchbehandlung macht. Irgendwas läuft da gerade nicht gut. Irgendwer hat einen Fluch gewirkt. Wir müssen einen Dämon austreiben oder so. Survival. Zubehör. Ich überlege immer noch, was wir für einen Teppich da reinmachen können. Aber die Teppiche hier sind alle nicht so schön. Könnten halt. Ich habe gedacht, der hat jetzt irgendwie ein tolles Muster oder so, aber. Er passt halt. Farblich ist es nicht das richtige Blau. Ach man. Ich will hier alles umfärben können. Gebt mir doch schöne Teppiche, bitte. Kann ich den in größer da reinmachen? Oh yeah, ich kann den in größer da reinmachen. Wir haben jetzt einen großen Teppich. Der ist zwar nur einfarbig, aber egal. Der ist wenigstens nicht ganz so hässlich. Vielleicht kann man da auch so einen Sessel reinmachen irgendwie. Wie dick ist dieser Teppich bitte? Ja, das ist, damit du beim Streamen gut, damit das den Schall schluckt. Da brauchst du gar keine Schaumstoffpaneele mehr an der Wand. Wenn du diesen Teppich hast, der schluckt einfach jeden Schall. Der schluckt alles. Leitern, Gerüste, Türen, Wände, Glaswände. Glaswände? Ich kann eine Glaswand da reinmachen? Wie klar. Ich kann eine Glaswand da reinmachen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Glaswand. Ja, gut. Der schluckt dich, wenn du ihn nicht fütterst. Das könnte auch passieren. Dann versinkst du einfach im Teppich. Und hallo Fabi, hallöchen. Ah. Ich will Wohnzimmer. Der Wohnzimmer. Haben wir noch irgendwie Sessel? Irgendeinen schönen Sessel und keinen ranzigen. Lebhafter Sessel. Ich glaube, das könnte man da reinmachen. Ist zwar nicht so schön, aber. Hey, wenigstens etwas. Ah, oh, und noch ein Sitzsack. So. Das ist ein toller Void-Teppich. Ich mag Teppiche an sich gerne, aber ich muss sagen, Teppiche sauber zu halten ist einfach ein Pain. Ich habe auch unter meinem Schreibtisch einen Teppich liegen und der fängt so viel Fusseln und Haare, dass ich den eigentlich alle 2 Tage saugen muss. Ich hätte mal einen Sitzsack, die Dinger sind so bequem. Ja, ich hätte auch gern wieder einen. Aber ich bin froh, wenn ich erstmal wieder in meinem Ohrensessel sitzen kann. Der ist nämlich auch super bequem, aber der liegt halt immer voll mit Zeug. Ich muss mal weiter ausmisten. Wir hatten hier letztens schon ganz viel Zeug weggebracht. Auf dem Wertstoffhof und so. Aber ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Haben wir noch irgendwie Zubehör? Hobby. Hobby-Zubehör. Aber wir können hier so ein paar Stapel Bücher reinhauen. So. Passen hier Bücher rein? Nicht wirklich. Mein ganzes Zimmer hat einen Teppichboden. Da fängt sich der Dreck besser als an jedem Fußabstreifer. Ja, ja. Deswegen, Teppich hat seine Vorteile, wenn man schön kuschelig an den Füßen haben will. Man muss halt so viel sauber machen. So viel saugen. Ich kann auch hier so. Jetzt sieht es am richtigen Streamerzimmer hier aus.
Noch so drei Schaumstoffpaneele, Akustikschaumplatten hier dran. Easy. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So, wie viele Bücher kann ich jetzt hier reinhauen? Weiß nicht, ob wir bei die gleichen Bücher mal reinhauen wollen. So. Hey, ein paar Bücher sind drin. Jetzt auch die anderen. Kann ich die auch da oben reinpacken? Das ganze Zeug da oben reinzupacken ist echt Pain. Ich dachte, das ist jetzt so. Boah, ein Kochbuch. Das müsste man nur kochen können. Kunst, Musik, Sport, Bücher. Na gut, ich glaube, dann lassen wir das so. Dann haben wir hier erfolgreiches Arbeits- bzw. Wohnzimmer eingerichtet. Es ist nicht so groß. Wir lassen es, glaube ich, auch einfach hier so ein bisschen bei dem, was wir jetzt haben. Das reicht. Wir haben hier ja eine Küche mit einem schönen Kronleuchter. Und ein Badezimmer, das mich in den Wahnsinn getrieben hat. Also an alle, die jetzt mit dem Raid rübergekommen sind. An dem Badezimmer bin ich verzweifelt. Die Dusche wollte nicht, die Badewanne wollte nicht. Ich habe irgendwann einfach surrendert. Das Badezimmer, das war mein Erzfeind heute. So, jetzt machen wir noch das Schlafzimmer einmal. Vielleicht können wir da auch noch eine schöne Tapete hinmachen. Mein Teppich ist so alt, dass ich bald einen Betonboden habe. Bitte was? Ich glaube, ich würde mir Sorgen machen, wenn mein Teppich zu Beton wird. Das klingt nicht gesund. Und hallo Jordan, willkommen. Eins vergessen. Wunderbar, guck mal. Jetzt haben wir einmal alles weiß gestrichen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir irgendwelche schönen Tapeten hier haben. Wände. Paneele. Ne, Tapeten. Tapeten. Ich freue mich, was das angeht, wirklich auf House Flipper 2, weil auch hier die Tapeten. Das ist, immer eine Qual. Nehmen wir das. Ich weiß auch nicht, dass die Tapeten, die sind einfach richtig schlimm. Machen wir hier einmal so ein schönes Galaxy-Dings hin. So. Und natürlich haben wir nicht genug. Hallo, der Kuscheldrache. Willkommen, Hallöchen. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Das Spiel gibt's nicht fürs Handy, soweit ich weiß. Gibt's, glaube ich, nur auf Steam. Blaubeersmoothie. Lecker Blaubeersmoothie. Mal Keramik grau. Dann machen wir noch eine Wand in grau. Haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Abwechslung mit drin. So. Ich muss sagen, ich
Renoviere sehr gerne Zimmer. Und ich freue mich so ein bisschen darauf, beim Umzug eventuell mir ein schönes Streamingzimmer einzurichten. Da freue ich mich. So, jetzt haben wir hier noch Möbel, Schlafzimmer, Betten. Ja, ein dunkles Bett Mime. Das schöne dunkle Bett hier. Kissen. Sieht alles nicht so. Ich bin nicht überzeugt. Das ist doch ein angemessenes Bett. Nee, ist auch nicht schön. Bett italienischer Geliebte. Oh Gott. Pfingstrosenbett mit heller Bettwäsche. Vielleicht nehmen wir sowas. Ich hatte auch mal so ein Metallbett. Ich hatte auch mal so ein Bett. Guck mal, bis zum nächsten Morgen können wir jetzt mal schlafen gehen. Gute Nacht. Sieht aus wie eine übergroße Couch. Ja, es ist halt ein Bett. Es ist halt ein Bett. Oh, man könnte auch das hin. Das sieht aber nicht so schön aus. Die Betten sehen halt alle nicht so geil aus. Das ist immer ein bisschen schade. Ich würde so gerne mehr einen Hausflipper machen. Aber die Möbel sind halt nicht so schön. Das ist einfach immer so ein bisschen schade. Kleiderschränke haben wir hier. Mit Goldverzierungen. Ah, doch da ein Schrank hin. Wunderhübsch. Der passt da gut hin, auf jeden Fall. Sieht nach Rückenschmerzen aus. Was ich bei meinem Bett immer das Problem hatte, war, dass ich aus dem Bett gefallen bin. Weil das sieht nicht nur aus wie eine Couch, man fühlt sich auch, als würde man auf einer Couch schlafen. Und ich bin immer aus dem Bett gefallen. Haussuper soll es seit 2020 für PS4, Xbox One, Switch, Android und iOS geben. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Also müssen wir mal gucken dann, ob es das wirklich für Android und iOS oder so gibt. Nachttische. Oh, das da. Ja, gut. Jetzt haben wir halt wieder das Problem mit dem Teppich. Dass die alle nicht so schön sind. Aber ich hätte halt gerne einen Teppich. Der trägt mich so ein bisschen auf. Kann ich den lila hinsetzen und der sieht in Ordnung aus? Ja. Der geht. Den Teppich kann man nehmen. Mach's gut, Jordan. Dankeschön, dass du da warst. Spiegel. Können wir noch irgendwelche Spiegel hinmachen? Irgendwie große Spiegel, Standspiegel? Da, mal nehmen wir so einen Spiegel. Bei Schlafzimmern weiß ich noch nie, was man sonst noch reinmachen soll. Jetzt haben wir hier einen Kleiderschrank. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwelche Kleider überhaupt haben, die wir reinhängen können. Vielleicht unter Zubehör und dann, Kosmetik? Okay, Kosmetik ist Kosmetik. Spezialobjekte? Man könnte halt noch so eine Schneiderpuppe einfach reinstellen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich hätte auch gerne eine. So.
Pack mal einfach eine Schneiderpuppe hier mit rein. Ich weiß nicht wofür, vielleicht für Cosplay nähen oder sowas. Pack ich jetzt einfach mit da rein. Ja, was sind das denn für Esel? Die sehen aber nicht aus wie Esel. Das ist alles nicht so geil hier. Okay, ich glaube, je öfter ich House Flipper 1 nochmal spiele, desto mehr Bock habe ich auf House Flipper 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht machen wir gleich was anderes, wenn wir mit dem Haus durch sind. Es ist ja schrecklich hier. Was soll man denn da machen? Möbel. Schlafzimmer. Ankleide, Kommodensets. Dann gibt es auch Schminkspiegel. Aha. Jetzt könnte man dann. Warum auch immer man durch den Spiegel durchgucken kann. Ich kann einfach durch den Spiegel durchgucken. Naja. Okay, ich glaube, dann würde ich einfach was sagen. Das Haus von außen ist okay. Das ist sauber. Ich glaube, wir können das verkaufen, gell? Wir verkaufen das Haus jetzt wieder. Ist grundsätzlich renoviert. Darf ich vorstellen, Lunis Haus, falls sie darin leben will. Ich weiß ja auch nicht. Hier haben wir eine Küche. Wunderschön und klein. Da kann man sich gerade mal drin umdrehen, aber es reicht. Ich biete einen Döner. Oh weh. So, wir setzen uns mal hin und genießen die Aussicht. Wow, ey, wunderschön. So, Haus verkaufen. Zur Auktion gehen. So, hier. Kommt mal her mit dem Geld. Und uns Spidey. Spidey, danke schön für die 12 Monate. Ist einfach schon das ganze Jahr hier voll. Dankeschön. Danke, danke. Guck mal, jetzt hätten wir dann einen Gewinn von 10.000 Dollar gemacht. Fast 11.000. Ist doch in Ordnung, oder? Habe ich nicht gesagt, dass ich eine Sauna möchte? Tut mir leid, Dolan Trusk. Wir haben keine Sauna hier. Na gut, aber Sie können das Haus trotzdem kaufen, gerne. Genau, ein Zimmer ideal. Genau, ein Badezimmer gut. Ein Arbeitszimmer hervorragend. Der Flur muss vor Reichtum überquellen. Die Gäste werden die Tür bereits, werden in der Tür bereits wissen, was Sache ist. Hier ist Platz für alle meine Dokumente. Okay. Angebot annehmen. Dann gehen wir mal wieder zu unser Hause hier. Ah, guck mal, jetzt können wir noch sehen hier, wie wir da das Makeover gemacht haben. Guckt euch mal das schöne Bad an hier. Wow, es hat mich nur ein bisschen verrückt gemacht. Nur ein bisschen verrückt. Verhandeln konntest du noch nicht, oder? Doch, aber ich habe das noch nie gemacht. Hab noch nie verhandelt. Ah, ich habe einen Erfolg bekommen, dadurch, dass ich das Haus an den Typen verkauft habe. Kanonis, mach's gut. Dankeschön, dass du da warst. So, jetzt ist ja unser schönes Haus, was wir einrichten. Ja, muss mal gucken. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zum Hauptmenü. Ich glaube, das war nämlich gerade genug House Flipper für mich heute. Wir gucken mal, dass wir dann noch irgendwas anderes machen. Gibt ja auch den Skill, dass dir der Hausverkauf mehr einbringt. Ja, wir gucken mal. Aber ich freue mich einfach noch mehr jetzt auf House Flipper 2. Guck mal hier. House Flipper 2 am 14. Dezember.
Da freue ich mich richtig drauf. Wie gesagt, wir haben die Demo gespielt. Die Demo hat mega viel Spaß gemacht von House Flipper 2. Und es ist wirklich ein immenses Upgrade zu dem Spiel, was wir jetzt hier gesehen haben. Deswegen, da freue ich mich einfach richtig besonders drauf. Halb neun haben wir auch schon, Alter. Okay, ja gut. Vielleicht machen wir noch eine halbe Stunde Just Chatting und dann gucken wir mal. Ist ja auch schon spät. So. Genau. Deswegen mal gucken. House Flipper 2 werden wir im Dezember auf jeden Fall spielen. Das kann ich euch sagen. Das werden wir definitiv spielen. Oh, oh, hallo. Ich bin so klein hier unten. So, ich mache mal hier die Musik aus. Das Spiel ist so laut immer. Speichern und beenden. Dankeschön. Einfach schon 2 Stunden um. Ist halt insane hier. So, warte mal, dann gucken wir mal, was das Musik jetzt sagt. Extreme, haben wir gar keine Musik an hier. Hallo? Ich glaube, ich habe keinen Ton. Ich habe keinen Ton. Warum kommt da nichts? Hallo? Hallo? Ah, da ist Musik. Okay, okay, alles klar. Und hallo, der Reax, willkommen in Hallöchen. Ja, und auf Nisa, du machst tolle Musik, aber da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ah. Nee. 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 Ja, machen wir das. Okay. So. Okay, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, mir bei House Flipper zuzusehen. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wie alt ist House Flipper eigentlich? Wie lange ist das draußen? Shopseite, ich muss noch kurz gucken. Hey, wann gibt es das Game? 2018, ja okay, so alt ist es nicht, aber... Sagen wir mal, ja, 5 Jahre ist... Ja. Man sehr komfy wie immer. Das freut mich, das freut mich. Aber ja, besonders auf House Flipper 2 freue ich mich jetzt sehr. Demo-Update. Okay. Demo-DLC-Update ist hier. Also für House Flipper gibt es auch ganz viele DLCs. Ich habe nicht so viele. Ich glaube, ich habe eins. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe eins. Und zwar das Bunker-DLC. Aber, naja. Ich bin mal gespannt hier. House Flipper ist immer comfy. Ah, das freut mich. Ja, also ich finde, House Flipper macht mega Spaß. Einfach auch eventuell einfach Sachen abzureißen und so. Aber, naja. Oh, war die Extreme-Bilder. Hallöchen noch, hallo. Oh Mann, oh Mann. Außer die Wanne will nicht ins Bad. Die Wanne, die macht mich fertig, ehrlich. Die Wanne macht mich fertig. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann nicht mehr in die Wanne. Wir können gerne nächstes Mal das Schildkrötenhaus umgestalten. Ich habe halt keine Ahnung von Dragon Ball. Das heißt, wenn da irgendwelche Dragon Ball Easter Eggs sind, dann habe ich da keine Ahnung, werde die höchstwahrscheinlich nicht sehen. Aber, ja. Mal gucken. Mal gucken, was wir dann machen. Ja, genau. Aber die Wanne, die hat mich heute wirklich aufgeregt, ey. Warum die bis zum Schluss nicht so sein wollte, wie ich sie haben will, das erschließt sich mir wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist einfach cursed gewesen. Ich hätte mir das ganze Bad abgerissen. Aber naja. Ich muss heute noch kochen. Heute gibt es wieder schönes Chicken Mango Curry. Also ich bin mal gespannt. seine Badewanne der Biedertracht. Oh Gott. Morgen ist schon wieder Freitag. Wieso geht die Woche so schnell rum? Haben wir Essen bestellt vorhin? Oh, auch gut. Ich mag halt das Chicken Mango Curry, was ich mache. Das schmeckt einfach richtig, richtig gut. Und da bin ich stolz drauf. Ich bin stolz drauf, dass das so gut schmeckt. Deswegen mal gucken. Mal gucken.
Aber es ist halt viel Arbeit. Habt ihr rosa Samyang-Nudeln? Oh, ich hatte mir so einen Fünferpack im Asialaden geholt. Ich hatte, die haben mich endlich gefunden. Die hatten eine große Lieferung davon bekommen. Und ich war da und habe mir erst so einen Fünferpack unter die Arme gekrallt. Und die rosanen Samyang-Nudeln, die sind so lecker. Sie sind scharf, also sind halt trotzdem scharfe Samyang-Nudeln. Aber die sind so unglaublich lecker. Ich hatte auch die pure Käsesorte probiert schon, aber die war nicht so meins. Ich habe aber immer noch, ich glaube, eine Packung von diesen Double Spice Ramen habe ich noch hier, die wir bei der Bestrafung hatten. Ich bin immer noch stolz drauf, dass ich diese Double Spice Nudeln komplett runterbekommen habe. Ich merke gerade auch, dass ich den Doku-Abend zu Jack the Ripper verpasst habe. No! Oh Gott. Den hatten wir noch nicht. Oh, guck mal, Don rettet dich hier. Den hatten wir noch nicht, den Doku-Abend dann. Naja, mal gucken. Ich bin ja auch richtig müde. Vielleicht gucken wir doch schon mal, wo wir euch gleich hinreden. Wer gleich auch noch online ist. Wir können noch ein bisschen quatschen, aber dann habe ich das schon mal hinter mir. Okay. Ist heute irgendwie der Tag, an dem kaum jemand online ist? Ich guck mal gleich, was wir hier haben. Vielleicht haben wir irgendwie. Ist das mit den neuen, was mit denn hier? Ich kann nicht reden. Wir gucken gleich mal. Vielleicht sind noch ein paar Leute online. Gerade ist eher so weniger los in meiner Follow-Liste oder in den Kanälen, die mir empfohlen werden. Mal gucken. Okay. Gerne gleich spontan Doku-Abend machen. Okay. Also in 5 Minuten im Voice und dann Doku-Abend. Nee. Scherz. Also ich bin nicht da. Ich muss kochen. Du followst einfach zu wenigen. Das stimmt. Wisst ihr was? Ich folge so vielen VTubern nicht. Und ich muss mich eigentlich schlecht fühlen. Ich folge Haku nicht. Aber der wird mir halt immer empfohlen. Der ist immer in meiner empfohlenen Kanäle-Leiste. Deswegen vergesse ich immer zu followen. Haku hat sich einfach den Platz ganz oben in meinen empfohlenen Kanälen gesichert. Immer wenn der live ist. Ja, mal gucken. Maybe zu Gigi. Alles kann man machen. Wenn Gigi live ist, dann können wir das machen. Ah ja, Gigi ist live. So. Das kann man machen, dann werde ich euch noch zu Comfy A drüber. Hey, die Musik ist. Ich mag das Lied. Oh Gott. Ja. Aber da können wir euch dann gleich rüber raiden. Ich bin mal gespannt. So, genau. House of Raid. Yeah, House of Raid. Danke für den schönen Stream, Mona. Hab noch einen schönen Abend. Gerne doch. So. Ich hoffe, ihr habt entweder schon was gegessen oder esst jetzt noch schön was zu Abend. Ist ja spät. Ist ja spät. Aber ja, mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch was kochen und dann vielleicht noch ein bisschen Baldur's Gate 3 spielen. Mal gucken. Die Sucht lässt natürlich auch heute nicht los. Und mich wahrscheinlich noch ein bisschen um meine Bewerbungen kümmern. Da ist man eine Woche krank geschrieben und dann hat man trotzdem so viel zu tun. Bei mir lädt es noch runter. Boah, das ist halt auch so ein großes Spiel. Ich hoffe, Don, du hast ganz, ganz viel Spaß mit dem Game. Ich hoffe wirklich, dass jeder, der sich Baldur's Gate vielleicht auch wegen meinen Streams hier installiert und holt, dass derjenige unglaublich viel Spaß mit dem Game hat. Sonst muss befriedigt werden. Aber hallo. Aber ja, mal gucken.
Aber wirklich, ich hoffe einfach, das ist jeder, der das Spiel eventuell wegen meinem Stream holt, dass derjenige ganz, ganz viel Spaß hat. Erstmal Laser von der Klippe jeden. John! Also, du kannst... John, ich würde dir empfehlen, Laser einfach mal eine Chance zu geben. Aber ja. Mal gucken. Jetzt haben wir schon wieder ein Love Life-Lied hier. Muss unbedingt Laser daten. John, der so einen Hass auf Laser gefühlt hat. Ja. Streamer macht Wort, genau. Ich sag jetzt, Don, du musst Laser eine Chance geben. Ich mag sie aber nicht. Okay, vielleicht können wir Laser noch romancen. Nee, wir müssen gay romancen. Ich bin vorgestern oder so, ich weiß nicht mehr, wann genau es war. Ich bin aus Versehen in fast in Gale reingestolpert, beziehungsweise andersrum. Einfach weil ich habe einfach gespielt und Gale wollte mit mir reden dann im Camp und war ich so, oh ja, ich rede einfach mal mit Gale. Und auf einmal war so Gale küssen und ich so, was habe ich jetzt gemacht? Was geht hier ab? Hallo? Ich hab Gale schon öfter in die Friendzone verbannt. Was ist denn hier los jetzt? Hä? Und dann konnte ich gerade noch so das Schlimmste abwenden, weil ich will mir das doch alles für den Stream mit euch aufsparen. Es kann ja doch nicht sein, dass ich schon Astarion Romance in meinem privaten Spiel stand und dann will ich mir Gale für den Stream aufheben. Oh Gott. Das ist vor allem bei Gale ein Bug, dass das der Dauerhorny ist. Oder wie? Ah. Ja, ich meine, also im Stream-Spielstand habe ich da nichts gegen, sag ich mal so. Dann habt ihr was zu gucken im Stream. Aber ich will das ja im Stream haben und nicht in meinem privaten Spielstand. Aber ich glaube, im Stream-Spielstand dauert das auch nicht mehr lange. Ich bin mal gespannt. So. Aber dann raide ich euch jetzt zu der lieben Gigi rüber. Dann könnt ihr dort noch ein bisschen entspannt euch Art angucken. Und ich koche jetzt was und werde mich noch ein bisschen um Zeug kümmern. Und dann haben wir morgen Pause und am Samstag sehen wir uns dann zu Minecraft wieder. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch machen. Vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall für den wunderschönen Stream. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Auch Dankeschön nochmal für die ganzen Raids hier von Lucy, von Marco. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder. Und bleibt bis dahin frisch, kommt gut ins Wochenende und bleibt gesund vor allem. Genau, und wenn ihr Baldur's Gate 3 spielt noch, dann ganz viel Spaß. So, genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sinon, Dankeschön für 10 BDs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Macht's gut. Bye, bye.